Moin Moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit Summer in Mara und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja im letzten Video Caleb geholfen und dafür hat er uns eine, ja, bessere Hacke gegeben, zumindest die Bauanleitung zu einer besseren Hacke. Mit der konnten wir dann die Blume von Yayahaku pflücken und Saimi bringen, die uns dann wiederum eine Karte anfertigen möchte. Aber dafür braucht sie natürlich noch Materialien für und die werden wir ihr jetzt natürlich besorgen. Erstmal, bevor wir da hingehen, werde ich erstmal was essen. Weil mein Magen ziemlich leer ist. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Ja, wir haben noch gegrillten Fisch, den können wir essen. Da ist das auch dann schon fast voll. Und wir essen noch ein paar Orangen. Da haben wir auf jeden Fall genug von. Und somit ist unsere Hungerleiste, sag ich mal, wieder voll. Ja, gehe zum großen Anwesen auf der nördlichen Seite von Quelis. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Zu diesem, ja, Herrn, der uns das dann verkauft. Denke ich mir mal. So, nördlich von der Insel. Große Anwesen. Gucken wir mal, ob wir das auf Anhieb finden. Und wirklich einen Kompass haben wir ja hier nicht. Wir suchen uns mal ein bisschen hier in der Stadt durch, vielleicht. Ja, ich glaube, hier ist das schon, oder? Hallo? 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 Liebes Mädchen, hat dir niemand beigebracht, Erwachsene nicht zu belästigen? Hallo? Ich bin Koa. Sehr erfreut. Und jetzt hör auf, mich zu belästigen. Weißt du etwas über die Dame im Leuchtturm? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob du irgendetwas über die Dame im Leuchtturm weißt. Ich muss mehr über sie erfahren und frage deswegen auf der Insel herum. So spricht man aber nicht mit einem Fremden. Wirklich unglaublich. Es ist eine Schande. Niemand hat heutzutage noch Manieren. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Nun, das hast du aber. Man stellt nicht einfach solche Fragen. Erstens stellt man sich zuerst vor und zweitens ist man höflich zu anderen. Man fragt, wie geht es ihnen? Und wartet danach geduldig eine Antwort ab. Du dagegen bist einfach unzivilisiert. Okay. Dann gehe ich jetzt wohl besser. Nein, du bleibst schön hier. Wo sind deine Eltern? Ich habe keine mehr. Nun gut, dann warten wir, bis ein Erwachsener eintrifft. Bist du nicht ein Erwachsener? Ein anderer Erwachsener. Was machst du hier ganz allein? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich versuche mehr über die Dame im Leuchtturm zu erfahren. Gut, ich sehe, du hast bereits etwas gelernt. Was möchtest du denn wissen? Ich muss mit ihr reden, aber sie will mir nicht zuhören. Nun ja, sie ist eine sehr beschäftigte Frau. Es gibt nicht mehr viel wie sie. Es gibt nicht mehr viele wie sie. Könntest du mir bitte beibringen, wie man höflich ist? Hast du keine Eltern? Ich dir doch schon gesagt, dass ich keine mehr habe. Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich keine mehr habe, müsste es eigentlich heißen. Meine Großmutter hat mich großgezogen. Offenbar war sie nicht sehr gut darin. Hey! Schon gut, schon gut. Ich rede jedoch nur mit Leuten, die Kunden dieser Bank sind. Du musst also zuerst ein Konto eröffnen. Die Mindesteinlage beträgt 50 Münzen. Könntest du mir bitte sagen, wo ich bitte 50 Münzen herbekomme? Das waren zwei. Bitte zu viel. Du kannst dir Münzen verdienen, indem du andere Händler Dinge verkaufst. Zum Beispiel den alten Guidos am Hafen. Vielen Dank, mein Herr. Neue Quest. Bring Edegan 50 Münzen. Ja, das machen wir. Später. Erst müssen wir zu dem Anwesen. Also das war auf jeden Fall nochmal eine Person, die wir hätten vorher ansprechen können, bevor wir zu Saimi sind. Aber nun gut. Das haben wir ja auch ohne
ohne diese Person hingekriegt. Aber sie hat uns ja eine neue Quest gegeben. Das ist auch schon mal sehr gut. Hier sitzt ein Hund drin. Bewacht die Getränke. So, dann gucken wir mal weiter. Großes Anwesen. Ja, was meint ihr unter großes Anwesen? Also riesengroß oder halt so groß? Also nördlich. Nördlich. Man könnte auch zu seinem Schiff zurückgehen. Und auf den Kompass gucken. Das wäre vielleicht einfacher, aber wir gehen mal hier hin. Vielleicht ist das das Anwesen. Aber das ist ja eingezäunt. Lesen. Das machen wir mal. Ich bin im Haus meiner Eltern und bald wieder da. Tut mir leid für die Umstände. Oh, sie ist nicht da. Okay. Da können wir aktuell noch nicht hin. Oh, vielleicht das Anwesen da? Naja, wir schauen mal. Könnte sein, ne? Könnte sein. Oha. Statuen? Kann man das lesen? Nee. Ja, das wird das sein hier. Wer ist da? Ich bin Koa. Ich kenne keine Koa. Ich bin Akila, ein Adliger der Elite. Wer schickt dich? Saimi, die Dame des Leuchtturms. Sie braucht etwas Papier. Perfekt, da bist du bei mir genau richtig. Aber alles hat seinen Preis, kleines Wesen. Hast du genug Geld? Neue Quest besorgte ein paar Münzen, um Papier von Akila dem Edith zu kaufen. Ich denke, wir haben genug, oder? Was will er denn haben für das Papier? Was? 3800? Oh. Hallo, Koa. Hallo. Wie geht es mit deinem Tagebuch voran? Darüber wollte ich mit dir reden. Laut meinem Tagebuch ist der Mann in dem Anwesen ein zwielichtiger Bursche. Hm? Sei vorsichtig. Ja, sicher. Die Sache ist nur, ich brauche Papier und das ist sehr teuer. Ich werde dir helfen. Wirklich? Natürlich. Ich bin dein Mentor. Hast du das vergessen? Ein guter Abenteurer sollte wissen, wie man sein eigenes Papier herstellt. Toll. Und wirst du mir verraten, wie? Du musst diesen Baum anpflanzen und sein Harz ernten. Dann musst du nur das Rezept befolgen. Ich habe es schon vor Jahren in meinem Tagebuch aufgeschrieben. Verrät das Rezept auch, wie man Tinte herstellt? Nein. Ach, wie schade. Aber ich kenne jemanden, der dir dabei helfen kann. Wer? Wer? Edegan, der Bankier. Oh, dieser Langweiler, mit dem komme ich nicht so gut klar. Das ist verständlich. Aber ich bin mir sicher, dass du ihn für dich begeistern kannst. Großartig. Zuerst sollte ich das Papier herstellen. Die Tinte hole ich dann danach. Ja, die Tinte hole dich danach, ja. Du hast ein neues Rezept. Papier, jawoll. Stelle Papier mit Hilfe von unseres Rezept in Koas Werkstatt her. Das machen wir. Das ist ja ein bisschen überteuert, das, was er da verkauft. So. Wir müssen auf jeden Fall einen Baum anpflanzen. Haben wir dafür überhaupt jetzt die Materialien bekommen? Da gucke ich mal eben. Das ist das Papier. Ach so, Harz brauche ich. Ja gut, Harz habe ich genug. Harz haben wir genug. Das heißt, wir müssen wieder zurück zu unserer Insel und das Papier anfertigen und dann wieder zurück. Vielleicht sind ja die Sonnenblumen ja auch schon fertig. Und der Mais. Dann können wir die anderen beiden Quests ja auch schon weitermachen dann. Wir werden sehen. Wir machen uns erstmal auf den Weg zu unserer Insel. Juhu.
Ja, hier kommt später wieder. Und ab dafür. Mal schauen, ansonsten werden wir dann erstmal nächtigen auf unserer Insel. Dann können wir das nämlich gleich mitnehmen, bevor wir dann wieder hin und her fahren. Die Sonnenblumen und den Mais. Mal schauen, vielleicht ist er ja auch schon fertig. Ich drifte wieder ab. Ne, da. Links. So. Genau. Und raus. Die Äpfel nehmen wir gleich mit. Mit einem Sidekick. Holen wir uns die Äpfel vom Baum. So, wie sieht's hier aus? Ja, okay. Die Sonnenblumen sind aber auf jeden Fall schon gut gewachsen. Und der Mais auch. Das gießen wir alles jetzt nochmal. Oh, sehr gut, fertig. Sonnenblumen auch fertig? Nee, die brauchen noch eine Wachstumsphase. Okay. Dann ernten wir schon mal den Mais. Ich würde sagen, wir gehen auch dann einmal schlafen. Nee, das wollte ich nicht machen. Einmal schlafen, dann werden die Sonnenblumen, denke ich mal, auch fertig sein. Und dann können wir das gleich mitnehmen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall nochmal Dünger. Das wäre ganz gut. So, einmal schlafen gehen. Perfekt. Und wir können sie abernten. Sehr gut. Wir werden auch gleich was Neues anpflanzen. Ich muss mal gucken, ob irgendwas questgebunden auch noch ist, was wir anpflanzen müssen. Pflanze den Maissamen. Das haben wir gemacht. Ich spreche mit Kalab für den nächsten Auftrag. Ah, okay. Das machen wir dann auch gleich, wenn wir wieder drüben sind. Und bringe Edegarn 50 Münzen. Also wir haben erstmal nichts, was... Ah, die Sonnenblumen müssen wir den On zubringen. Das haben wir auch fertig. Also wir haben jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen. Denn, sage ich mal, pflanzen wir auch nichts an. Nicht, dass wir dann die Felder wieder belegen. Kann ich das jetzt eigentlich mit meiner... Ah, ja. Oh, wir können unser Feld vergrößern. Das ist gut. Das machen wir auch gleich. Sehr schön. Dann können wir die Seite... Ah nee, da liegen Steine, ne? Das geht nicht. Oder? Ich brauche eine bessere Hacke, hab ich doch. Eine noch bessere Hacke? Okay. Weil da bestimmt, ja gut, das ist ein ganz dicker Strauch hier, ne? Mit so einer dicken Wurzel unten dran. Das kann natürlich sein, dass ich das mit dem nicht hinkriege. So, aber das Stück kriegen wir fertig hier. Oh, perfekt. Dann können wir... Oh, was haben wir jetzt angepflanzt? Karotten, okay. Dann können wir doch ein bisschen was anpflanzen. Weil dann haben wir ja genug. Was pflanzen wir denn da rein? Machen wir mal Weizensamen. So, das können wir ja auch noch sauber machen. Einmal vorbereiten. Und wir pflanzen Salat an. Ja, perfekt. Sehr gut. Da sind Karotten. Hier können wir auch noch was anpflanzen. Da pflanzen wir
Baumwolle an, genau. Baumwolle brauchen wir für den Faden, damit wir auch angeln können. So, und das lassen wir uns erstmal. Gehen wir erstmal. Oh, ist nicht mehr viel Wasser da. Schnell. Ah, das wird nicht reichen für alle Felder. Okay, es muss wieder regnen. So. Okay. Dann gehen wir jetzt mal rüber. Müssten wir eigentlich alles haben. Wir haben Mais, genau. Mais haben wir. Und Sonnenblumen haben wir, ja. Dann auf nach Quelis. Aber vorher ernten wir noch unseren schönen, saftigen Apfelsin. Und unsere Brombeeren. Von alleine runtergefallen. Sehr gut. So, hier ist noch eine dran. Die nehmen wir noch mit. Zwei sogar. Okay. Ich würde sagen, ach, die Äpfel hier, die machen wir auch noch. Ich würde sagen, ja, die Apfelsinen lassen wir jetzt da oben. Und wir fahren wieder rüber. Haben wir eigentlich 50 Münzen? Ja, haben wir. Also es wird reichen. Also es wird reichen, um die eine Quest auch gleich zu erledigen. Auf geht's. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Musik lauter wird, wenn wir ins Boot steigen und rüberfahren. Ja, dann können wir eigentlich drei Quests auf einmal jetzt gleich erledigen. Mit Kalbe können wir ja auch sprechen. Der hat für uns auch eine neue Quest. Gehen wir mal. Hä? Das sieht aus wie ein Frosch, ne? Ah, soll wahrscheinlich auch so aussehen. So. Kaleb. Hm. Was hast du? Koa, ich brauche ein Modellboot. Was ist das? Ein sehr kleines Boot. Mein liebstes Hobby. Aquila hat einige Modellboote. Das ist der Elite, der in dem Anwesen wohnt. Kannst du mir eins besorgen? Natürlich. Ich kann ihn danach fragen. Sehr schön. Frag Aquila nach dem Modellbooten für Kaleb. Neue Quest. So, jetzt muss ich mal kurz reingucken. Ach, wir haben was vergessen. Ach, nein. Nochmal schnell zurück. Ach, Mann, wir sollten noch das Papier anfertigen. Ach Gott, oh Gott. So. Also ich würde mir eine Schnellreise hier wünschen. Auf jeden Fall. Würde um einiges schneller gehen. Vielleicht geht das ja, wenn wir die Karte haben. Mal gucken. So, schnell hoch.
und Werkstatt. Da, Papier. Das können wir gleich ein paar Mal machen. Ich weiß gar nicht, wie viel sie haben wollte. Das hat sie auch nicht gesagt, ne? Na komm, machen wir mal 5. Jetzt habe ich das Papier. Jetzt muss ich mit Edegan sprechen. Ich habe zwar keine Lust, aber die Bank ist nun mal der einzige Ort, an dem es Tintenfässer gibt. Sprich mit Edegan, dem Bankier, um dir Tinte zu besorgen. Gut. So, und schnell wieder zurück. Können auch mal den Rucksack wechseln, sehe ich gerade. Jetzt haben wir die ganze Zeit diesen Schildkrötenpanzer auf. Ich habe doch noch den Standardrucksack, den könnten wir uns auch mal aufsetzen. Ne, der war... Hier ist er. Ja. Nehmen wir den mal wieder rein. So. Zack. Und ab dafür... Okay. Ah ja. So. Zack. Noho, verschwinde, Koa. Mit jeder Sekunde, die du hier herumstehst, verliere ich Geld. Okay, also der hat jetzt nichts weiter für uns. Bankier, Pflanzen und Mais anmachen, bringen ein paar Maiskorn, das haben wir. Das können wir auch machen. Wir bringen erstmal Edegan die 50 Münzen, der ist ja gleich hier vorne. Um die Ecke. Okay, ich dachte jetzt, er wäre jetzt... Oder hier oben? War das hier? Geschlossen. Nur geöffnet zwischen 9 und 15 Uhr. Verdammt. Aber hier war das, ne? Ich glaube, ja. Ja, ja, hier war das. Okay, dann... können wir zu Bram gehen. Können in die Maiskolben gehen. Und zu Onzo, die Sonnenblumen. Genau, das machen wir jetzt auch. Da steht er auch schon. Ich liebe Sonnenblumenkerne. Sehr gut. So, hat er noch eine neue? Koa, in meinem Tagebuch steht nichts über Kürbisse. Ich weiß rein gar nichts über Kürbisse, nicht einmal, wie sie aussehen. Aber ich habe hier ein paar Samen. Gut, dann züchte ich ein paar Kürbisse für dich. Okay. Ja. Als wenn ich es geahnt hätte. Bring uns so einen Kürbis. Ja, die nehmen wir mit. So, wo stand jetzt Bra? Muss ich mal auf die Karte gucken. Bram heißt er genau. Der ist unten am Strand. Genau, an der Bude hier, ne? Ja. Hallo, Brr. Ich habe Mais für dich.
Vielen, vielen Dank, Brr. Übrigens, was ich dich fragen wollte, kennst du die Dame, die im Leuchtturm wohnt? Ich muss mit ihr reden. Oh, diese Dame meinst du? Naja, ich habe sie schon mal gesehen. Ich glaube, das war am Strand. Sie hat am Strand beim Leuchtturm Muscheln gesammelt. Wenn ich mich recht erinnere, sah sie sehr traurig aus. Hm? Vielleicht weiß sie es zu schätzen, wenn du ihr eine wirklich schöne Muschel bringst. Das ist eine gute Idee. Und du sag mir Bescheid, wenn du dein Onkel sein Restaurant eröffnet. Hm. Ah, es gibt noch so viel zu tun. Brrr. Viel Glück. Jo. Jetzt haben wir quasi wieder eine Quest, okay. Ach nee, wir müssen ihn wieder ansprechen. Okay. Bram, was liegt dir auf dem Herzen? Mm. Ich brauche ein paar Zutaten, das ist alles. Brr, aber die Marktfrauen machen mir Angst. Warum? So schlimm sind die sie nicht, sind sie nicht. Möchtest du, dass ich etwas für dich hole? Mm? Würdest du das für mich tun? Brr. Natürlich, kein Problem. Was brauchst du denn? Mm. Ein paar Zwiebeln, Kartoffeln und etwas Tintenfisch. Ich will einen Eintopf kochen. Brr, ich möchte meinen Onkel damit überraschen. Ich kümmere mich darum. Neue Quest, kauft die nötigen Zutaten für Brams neues Gericht. Alle Kartoffeln haben wir, Zwiebeln und Oktopus fehlt. Okay. So, Bankier können wir gerade nicht hin, der hat zu. Die Zutaten könnten wir kaufen beim Markt. Und wir können nochmal zu Aquila gehen. Genau, den Kürbis müssen wir anpflanzen bei uns. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zum Markt und kaufen die restlichen Zutaten für Bram. Ich hoffe ja, wir haben genug Geld oder das Geld reicht. Ansonsten müssten wir... 96, ja, reicht nicht. Mal gucken, ob ich tauschen kann, verkaufen kann. Okay. Na? So, das wollte ich. So, ein bisschen Metall können wir verkaufen. Da kriegen wir auf jeden Fall Geld für. Machen wir mal. Ja, 20. Was haben wir noch? Ein bisschen Stein können wir auch verkaufen. Da haben wir auf jeden Fall genug von. Da machen wir mal 30. So. Perfekt. Kaufen wir einmal davon den Tintenfisch oder Oktopus, besser gesagt. Und was war das andere? So, kaufen. Was war das andere? Jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Ach, Zwiebeln. Hat er hier auch Zwiebeln? Nee, der hat keine Zwiebeln. Hat sie Zwiebeln? Nee, hat sie auch nicht. Ach, sie hat Faden. Guck mal an, bei der kann ich auch einen Faden kaufen. Und Wachsmalstifte. Baumwolle kann ich kaufen. Bring das hier zum alten Noho. Wie sagt man? Was? Spiel keine Spielchen mit uns. Man sagt bitte und danke. Ich danke dir. Und jetzt bring ihm das Kartenspiel. In Ordnung. Okay. Nächste Aufgabe. Das machen wir. So, Zwiebeln. Vielleicht auf der anderen Seite. Mal gucken, da stehen ja auch noch Händler. Oder einer zumindest. Guck, ob der Zwiebeln hat. Zwiebeln. Nur Zwiebelsamen. Das heißt, wir müssen Zwiebelsamen kaufen und anpflanzen. Dann kaufen wir mal welche. Ey, das ist zu viel. Zweimal. Ja. Okay. Gut. So.
Ja, Zwiebeln müssen wir fertig machen. Das können wir noch nicht abschließen. Frag Akilla nach dem Modellboten für Caleb. Okay, da könnten wir mal hin zu ihm. Ich weiß nicht, es ist schon ziemlich abends, ob er doch für uns ein Ohr hat. Dann gucken wir mal. Ansonsten reisen wir gleich wieder zurück und... pflanzen die Zwiebeln schon mal an. Ah, da ist das Anwesen. Oh, ein Hase. Hoppel, hoppel. So, du schon wieder. Caleb hat mich geschickt. Ah, ich verstehe. Was brauchst du? Er möchte ein Modellboot haben. Bist du sicher, dass er nichts anderes möchte? Ja, ich bin mir sicher. Wahrscheinlich weißt du das nicht, aber Caleb ist sehr reich. Wirklich, wirklich reich. Noho und er haben auf ihren gemeinsamen Reisen ein Vermögen gemacht. Sie waren wirklich gute Kaufleute. Wirklich? Sie sehen nicht so aus. Hier, nimm dieses Modellboot. Es ist nicht allzu wertvoll, aber ich bin mir sicher, dass es ihm gefallen wird. Vielen Dank. Ja, super. Das ging ja einfach. So. Wir bringen Caleb noch schnell das Modellboot. Es wird dunkel. Und Noho können wir auch das bringen, was wir gekriegt haben eben. Akilla hat mir dieses Modellboot gegeben. Es ist wirklich hübsch, danke. Gern geschehen. Wollte er Geld dafür haben? Jetzt, wo du es sagst, nein, wollte er nicht. Aha. Denkst du darüber nach, ihn nicht zu bezahlen? Ich habe ihn vor einigen Jahren Geld geliehen. Und zwar genug Geld, um die Kosten für alle Modellboote zu decken, die man je kaufen könnte. Oh, wow. Das ist der längste Satz, den ich je von dir gehört habe. Ja, ja. Oh, wir haben Rucksack bekommen, 9. Du hast ein neues Rezept, Modellboot. Ja, sehr schön, wir haben einen neuen Rucksack. Den werden wir mal gleich anlegen. Der sah ja cool aus. Oktopus-Rucksack. Wie sieht er aus? Ja, schick. Der sieht ja mal schick aus. So, jetzt bringen wir noch schnell Noho. Ich habe etwas für dich. Zeig mir, was du hast. Es ist von den Marktfrauen. Aber das... Sie sind so gemein. Stimmt etwas nicht? Es ist ein Kartenspiel. Sie machen sich über mich lustig. Was meinst du damit? Als ich jung war, war ich ein wirklich guter Kartenspieler, verstehst du? Niemand war besser als ich. Bis diese Damen hier auf der Insel auftauchten. Verflucht sollen sie sein. Sie spielen wie die Teufel. Sie haben mich komplett ausgenommen. Und jetzt machen sie sich bei jeder Gelegenheit darüber lustig. Ich verstehe. Wie sollte es ihnen heimzahlen? Sie werden schon sehen. Hier, warum gibst du mir ein Ei? Halt dich einfach an das Rezept, das ich dir gleich gebe. Sie werden ihr blaues Wunder erleben. Ah ja. Du hast ein neues Rezept. Pilzsuppe. Bringe die Pilzsuppe zu Pilli, Milli und Tilli. Pilli, Milli und Tilli. Was für lustige Namen. Ja. Das machen wir dann im nächsten Video. Hier soll erstmal Schluss sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Auch wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann verpasst ihr kein weiteres Video von mir. Ja, der Rucksack ist echt schick. Muss ich wirklich sagen. Ja, meine Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.